Mein Name ist Michael Bach, Dachdecker und Zimmermannsmeister und Geschäftsführer von der Firma Martin & Bach. Ich habe damals hier angefangen, 1996, in der damaligen Dachdeckerei Martin, gegründet vom Herrn Martin 1992. Wurde dann relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen, war Vorarbeiter dann und bin dann 2001 auf Dachdeckermeisterschule gegangen. Bin nach meinem Meisterbrief wieder zurück hier in die Firma und 2004 mit als Geschäftsführer eingestiegen. Dann haben wir das Unternehmen zu zweit geführt. 2007 bin ich dann noch auf meinen Zimmermannsmeister gegangen, den ich mit Erfolg abgeschlossen habe. Und tja, dann haben wir das Ding weitergebaut. Dann sind wir auch im Laufe der Zeit immer größer geworden. Mittlerweile haben wir 19 Mann. Davon haben wir 4 Auszubildende, 2 im Dachdeckerhandwerk und 2 im Zimmermannshandwerk. 2017 hat der Martin dann und ich eine Altersnachfolge geregelt, wie es aussieht, wenn er in Ruhestand geht. Haben dann das Bürogebäude direkt mit aufs Firmengelände gebaut, zu der Dachdeckerhalle. Parallel dazu haben wir noch eine Zimmermannshalle gebaut, rein nur für unsere Zimmermannsarbeiter und für die ganze Abrunde, die wir machen. Und sind dann dementsprechend weiter gewachsen. Ja, jetzt haben wir 2022. Der Herr Martin ist in seinen wohlverdienten Ruhestand gegangen und ich werde das Ding hoffentlich erfolgreich weiterführen, dass ich irgendwann mal auch in Ruhestand gehen kann und ich noch einen Nachfolger finde, der das genauso weitermacht, wie wir zwei das aufgebaut haben.